Hallo meine Lieben, so, heute ist es soweit. Heute beenden wir die Lesereise von By Bear Beauty auf den Spuren von Jenny und Tom und Vigo. Tja, das waren 18 lange Wochen, die ich gelesen habe und die ihr mir zugehört habt, kommentiert habt, euch erfreut habt, euch vielleicht auch wiedergefunden habt in bestimmten Gedankengängen oder Gefühlen. Was auch immer, also kommen wir heute zum Schluss. Ich weiß nicht mal ungefähr, wie lange das jetzt gehen wird. Das ist ja nur noch so ein bisschen. Ne? Ich lese jetzt als erstes so ein Gespräch zwischen Tom und Vic. Die sind ja in dieser Galerie, also Jenny hatte ja ihre Vernissage. Und beginne ich jetzt mit dem Gespräch der beiden. Also, die standen also zusammen und redeten miteinander. Tom sagte, hi, wir hatten keinen guten Start, sorry, Vic. Ist eben eine außergewöhnliche Situation, Tom. Wir haben so ziemlich den gleichen Frauengeschmack, Vic. Naja, also weißt du, Jenny lässt ihr Gefühl noch nicht so richtig zu. Tom, sie ist wirklich was Besonderes. Vic, das ist sie. Tom, Amen. Beide sahen in ihre Richtung. Tom, ich werde sie nicht aufgeben. Ich auch nicht. Okay, sagte Tom, dann haben wir ein Problem. Haben wir das? Ich denke schon. Das wird Jenny entscheiden. Tom, ich habe ein Gewohnheitsrecht? Tom nickte. Vic, Irrtum. Tom, ich erhebe Einspruch. Vic, ach, mach dich doch nicht lächerlich. Ich habe Ansprüche. Vergiss es. Tom, den Teufel werde ich tun. Du hattest deine Zeit mit ihr. Eben. Ich war derjenige, der ihr, wenn sie kotzen musste, die Haare aus der Stirn strich und sie dabei streichelte. Vic, und ihre Titten gleich mit, so wie ich dich einschätze. Tom, sie hat schöne Titten. Hat sie. Und sie sind echt. Tom, wie jetzt? Wir reden von Jennys Brüsten. Vic nickte. Wir sollten damit aufhören. Tom, ich habe noch immer eine Schwäche für sie. Vic, ganz ehrlich, Tom, klar, leg los. Du bist ein Wichser im Zweiteiler und hast sie einfach nicht verdient. Tom, stimmt, verdient habe ich sie nicht. Aber sie ist immerhin noch meine Frau. Vic, träum weiter. Tom, du verstehst das nicht. Wir lieben uns, auch wenn es nicht vollkommen ist. Und weiter? Naja, deshalb ist es ja so romantisch. Und wir sind bestimmt füreinander. Vic, hey Tom, du redest totalen Schwachsinn. Um das zu verstehen, Vic, muss man sie kennen und mit ihr zusammen sein. Jenny beobachtete diese Szene und konnte nur vermuten, dass es um sie ging. Ganz wohl war ihr bei der Sache nicht. Alles in allem wollte sie sich nicht durch Tom ihren Abend ruinieren lassen und ließ es dabei bewenden, ihn zu fragen, was er eigentlich bezweckte. Zurück zu Joan, die mittlerweile eine angeregte Unterhaltung mit ihrer Tochter führte. Die drei symbolisierten, wenn man so wollte, drei Generationen. Und Jenny hatte schon wieder die nächste Idee im Kopf. Der Abend war ein voller Erfolg, sowohl für die Galeristin, für Joan und natürlich auch für Jenny. Ein wenig besorgt, dass es Joan nicht zu viel wurde, fragte sie, sag mal, ist alles in Ordnung mit dir? Ach, ehrlich gesagt, würde ich jetzt ganz gerne nach Hause in mein Bett. Gut, ich organisiere das. Die beiden Männer standen zum Glück nicht mehr zusammen. Hey, hauchte sie Vic zärtlich ins Ohr. Hey, Schönste. Und Joan gab ihr einen Kuss. Wir müssen uns um Joan kümmern, sie ist müde. Ich übernehme das, du kannst hier nicht weg. Jenny hielt ihn kurz am Ärmel fest. Ich danke dir für alles. Zu fortgeschrittener Stunde, als alle Gäste schon gegangen waren, begann Jenny aufzuräumen. Maggie meinte zwar, dass am Morgen die Putzfrau alles richten würde, dennoch kam es ihr richtig vor, ein klein wenig Ordnung zu schaffen. Gerade als sie mit ein paar Gläsern die kleine Küche betrat, schrak sie zusammen. Tom stand da, rauchte eine Zigarette, schnippte die Kippe in die Spüle, trat an sie heran und sagte, das hast du toll gemacht. Gratulation. Danke. Weißt du, ich hätte deine Wünsche mehr berücksichtigen sollen und mich nicht wie so ein egoistischer Macho aufführen dürfen, fing er plötzlich an. Und ich hätte früher aufwachen müssen. Jetzt bist du dran, Jenny. Wie meinst du das? Also ich finde, wir sollten nicht einfach so auseinanderrennen, nur weil da auf einmal so ein Star an deiner Seite ist. Ach, das hat mit Vigo gar nichts zu tun. Nein, womit denn dann? Mit dir, Tom. Verstehe, ich hab's versaut. Hast du. Komm schon, Jenny, gib uns noch eine Chance. Tom, so funktioniert das nicht. Wenn du mich hast, willst du eine andere. Wenn du mich nicht hast, willst du mich. Naja, das ist doch irgendwie wunderbar. Findest du nicht?
Sorry, was ist daran wunderbar? Naja, dass ich immer wieder zu dir zurückkomme. Sag mal, Tom, geht's noch? Was redest du eigentlich? Ich weiß, es wird immer einen beschissenen Teil bei mir geben. Ich kann das nicht ausblenden. Unsere erste Phase, die war super. Die letzte Phase, ganz große Scheiße. Aber was ist mit dem Mittelteil? Der war gut, sagte sie. Der war sogar sehr gut. Siehst du, Tom, ich will unser Leben nicht weiterleben. Morgen fliege ich nach Berlin zurück und werde auf dich warten, sagte er. Und, was machst du in der Zwischenzeit? Erschrocken sah er sie an. Sag mal, wie lange willst du denn noch hier bleiben? Ich weiß es nicht. Großer Gott, ich bin total traumatisiert. Tom hielt sich die Hände an den Kopf und lief im Kreis herum. Seid ihr so richtig? Ich meine, habt ihr Sex? Das geht dich überhaupt nichts mehr an. Hey, das war für lange Zeit mein Glück. Dabei zog er sie sanft an sich heran. Jenny, so geht das nicht. Tom, ich bedeute dir nicht so viel, wie du behauptest. Du bist jetzt nur von der Rolle, weil du weißt, dass mich ein anderer will. Er holte die Luft. Stopp, stopp, stopp. Du weißt schon, dass ich bis zu meinem Tod mit diesem Bild in meinem Kopf leben muss. Jenny küsste ihn und sagte, ich weiß, du und deine Fantasien. Sie drehte sich um und ging. Hör auf dein Herz. Marie blieb noch ein paar Tage länger in Los Angeles, verliebte sich in Alex und Alex in Marie. Doch trotz ihrer Verliebtheit flog sie zurück, um ihr Studium zu beenden. Zum Glück musste Jenny auf ihre Tochter keinen Druck ausüben. Sie war vernünftig und erwachsen genug, die Notwendigkeit selbst zu erkennen. Vic kniete sich vollends in seine neue Rolle hinein. Für Jenny war da wenig Zeit, aber das machte ihr nichts aus. Ab und an nahm er sie zu Dreharbeiten mit in die Studios und die Pausen verbrachten sie gemeinsam in seinem Wohnwagen. Jenny hatte sich angewöhnt, die ganze Crew mit selbstgemachten Köstlichkeiten zu verwöhnen. Das kam super an. Eines Tages erhielt sie einen Anruf von seinem Produzenten, dass Vic ins Krankenhaus gebracht werden musste. Großer Gott, was ist passiert? Wir wissen es nicht. Plötzlich hatte er so ein Stechen in der Brust und fiel einfach um. Ich komme sofort. Sie rannte in sein Schlafzimmer, warf ein paar Sachen in eine Tasche und fuhr los. Als Jenny sein Krankenzimmer betrat und die vielen Schläuche sah, an die er angeschlossen war, fing sie sofort an zu schluchzen. Vorsichtig trat sie an sein Bett heran und nahm seine Hand. Er öffnete die Augen und zwinkerte ihr zu. Eine Schwester kam herein und kontrollierte die Geräte. Sind Sie seine Frau? Nein, aber eine Freundin. Also hier dürfen nur Angehörige rein. Ist schon in Ordnung, Schwester, röchelte er. Gott sei Dank, du lebst. Was dachtest du denn? Du hast mir einen riesigen Schrecken eingejagt. Halb so schlimm. Ich muss einfach nur kürzer treten. Halb so schlimm, wiederholte sie. Du liegst hier an diesen Geräten und sagst, es ist halb so schlimm. Was ist mit dir? Er hatte eine kleine Herzattacke und sollte unbedingt kürzer treten, sagte die Schwester. Du hattest einen Herzanfall, gütiger Himmel. Nein, noch nicht, aber eine Herzrhythmusstörung und er sollte die Warnsignale ernst nehmen, sagte wieder die Schwester und tätschelte seinen Arm. Vic zwinkerte ihr zu. Da hörst du's. Was kann ich für dich tun? Also, Sie sollten darauf achten, dass er Stress vermeidet, egal was für ein Stress. Gesunde Ernährung und viel, viel Ruhe. Ich werde dafür sorgen. Willst du meine Krankenschwester spielen, fragte er. Nein, nicht spielen. Ich werde für dich da sein. Jenny, das musst du nicht. Ich will es aber. Schön, sagte die Schwester. Dann lasse ich sie jetzt mal allein. Wie lange musst du hier bleiben? Keine Ahnung, ich hoffe nicht allzu lange. Gut, also ich gehe jetzt und du ruhst dich aus. Verstanden? Das ist ein Befehl. Komm her und gib mir noch einen Kuss. Jenny gab ihm einen Kuss und sagte, jetzt kann ich mich endlich auch mal nützlich machen. Ach, du Verrückte. Ja, ein bisschen verrückt bin ich schon. Sie streichelte sein Gesicht und sah ihn dabei voller Liebe an. Alles wird gut, Vic. Er schloss seine Augen und Jenny ging leise hinaus. Nachdem Vic das Krankenhaus verlassen durfte, kümmerte sie sich rührend um ihren Liebsten, damit sein armes, gestresstes Herz nicht mehr so raste, sondern wieder gleichmäßig schlug. Dazu gehörte neben einer ausgewogenen Ernährung vor allem viel Ruhe. Sie sagte in seinem Namen alle Termine ab und war einfach nur da für ihn. Vic genoss diese Fürsorge sichtlich und von Tag zu Tag ging es ihm besser. Als er wieder aufstehen durfte, fuhren sie jeden Tag an den Strand und gingen spazieren. Sie brachte ihm ein bisschen Yoga bei, um seinen Kreislauf zu stabilisieren, massierte ihn mit wohlriechenden Ölen und abends vorm Kamin las sie aus Biografien berühmter Dichter und Denker vor. Eines Abends sagte er, ich danke dir, Jenny, das war wirklich nicht selbstverständlich. Doch, war es. Hör mal, ich muss diesen Film weitermachen, ansonsten kriege ich richtig Stress. Vertrag ist Vertrag. Ah, gibt es da keine Ausnahmen? Es sei denn, man zahlt. Also fühlst du dich denn fit genug, um weiterzudrehen? Eigentlich schon, ist ja eine ruhige Rolle, kein Reiten, kein Morden, keine Stunts. Hör auf dein Herz, wenn es dir gut tut, dann dreh weiter. Das ist mein Job und ich liebe meinen Job. Ich weiß, sonst wärst du auch nicht so gut.
Naja, für einen Oscar hat es noch nicht gereicht. Ach, der kommt schon noch. Er zog sie an sich und fragte zärtlich, wie sieht's denn mit, naja, du weißt schon aus. Oh nein, 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 du musst dich schonen. Schmollend legte er sich aufs Sofa zurück. Heißt was? Geduld, Geduld. Was hat denn der Arzt gesagt? Du wirst lachen, ich habe ihn wirklich gefragt, wann der Kleine wieder einsatzbereit ist. Und was hat er gesagt? Jenny lächelte dabei und war gespannt auf seine Antwort. Er sagte, wenn ich wieder Treppen steigen kann, dann darf ich auch Liebe machen. So, hat er das gesagt. Genau so hat er das gesagt. Und, kannst du denn Treppen steigen? Ich übe schon seit Tagen. Ist mir gar nicht aufgefallen. Naja, habe ich auch heimlich gemacht. So, so, hast du. Na, dann kann ich ja heute Nacht bei dir sein. Endlich sprichst du es aus. Komm, lass uns nach oben gehen. Zaghaft begann sie ihr Liebesspiel und plötzlich setzte sich Jenny auf. Wo ist der Blutdruckmesser? Vico hatte das Teil neben sich auf dem Holzblock Nachttisch liegen und zerrte es hervor. Hier, willst du es wirklich? Nichts würde ich mehr wollen. Komm, lass uns meinen verdammten Blutdruck messen. Okay. Jenny machte sich an seinem Arm zu schaffen und pumpte und zählte und pumpte. Dann riss sie das Teil wieder von ihm ab und warf sich in seine Arme. Eine gefühlte Ewigkeit hatten sie sich nicht lieben dürfen und nun brach alle Leidenschaft aus ihnen heraus. Anders gedacht. Vic drehte seinen Film zu Ende und Jenny sorgte jeden Tag dafür, dass er mit ihr einen harmonischen Ausgleich fand. Aber irgendwann musste sie Abschied nehmen. Das war unvermeidlich. Doch wie schwer ihr das tatsächlich fallen würde, das war ihr nicht klar. Sie hatten beide eine unvergleichliche Zeit miteinander verbracht und Jenny hatte gelernt, ihre Gefühle allmählich zuzulassen. Das Leben verlangte, dass sie sich hineinstürzte. Spring, rief es, und sie vergaß die eigenen Warnungen und sprang ohne Sicherheitsnetz. Wozu brauchte sie das? Wenn man so toll gefunden wurde, die Tage vergingen in Minutenschnelle und die Abende gehörten nur ihnen mit neu gewonnenen Ritualen, leidenschaftlichen Körpern und der Liebe. Und genauso schnell wie die einzelnen Tage vergingen, die Wochen und Jenny konnte sich beim besten Willen nicht mehr genau erinnern, was in dieser Zeit alles geschehen war. Eindeutig Liebes-Alzheimer. Sie redete sich ein, wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören, bevor es kompliziert oder noch schlimmer, enttäuschend wurde. Sie musste Vico sagen, dass ihre Abreise bevorstand. Sich einfach aus dem alten Leben zu stehlen, war nicht gesund und konnte nicht gut gehen. Man nahm sich ja selbst überall hin mit, auch wenn die Hormone momentan Salsa tanzten. Die Frage ist doch immer wieder die, können sich Frauen je sicher sein? Männer sind Jäger, lieben das Jagen und nicht die Beute. So steht es geschrieben. Und so wird es immer sein. Die Vorstellung, Liebe sei ein unerschöpfliches Gefäß, ist infantil. Liebe ist ein Moment von Uneigennützigkeit, den man einem anderen entgegenbringt. Und ein Teil der Erregung liegt auch darin, sich in einem anderen wieder aufzulösen. Wenn das passiert, dann ist man nie wieder mit etwas anderem zufrieden. Und was hieß das für Jenny? Sie fühlte sich zu Vic hingezogen. Die Welt sah plötzlich ganz anders aus. Das Licht änderte sich, das Essen schmeckte anders. Alles war anders und änderte sich. Warum? Weil sie sich so lebendig fühlte. Ihren letzten Abend begingen sie wie ihren ersten Abend. Auf dem Daybed in seinem Garten trank Jenny zu viele Margaritas und lachte und weinte. Sie küssten und liebten sich und dann, als sie versuchten ein wenig zu schlafen, stand Jenny auf, ging in den Garten, legte sich wieder hin, um wenig später wieder aufzustehen. Beim dritten Mal hielt er sie zurück. Hey, komm in meine Arme. Und allein durch seine Berührung fand Jenny ihre innerliche Ruhe, zumindest für eine kleine Weile. Gegen Mittag ging ihr Flug, Händchen haltend fuhren sie zum Airport und Jenny zitterte vor Angst vor dem Verlust oder was weiß der Himmel vor was. Jenny, sagte er, du musst nicht fliegen. Ich weiß, aber irgendwann muss ich zurück. Warum? Naja, weil das so nicht geht. Ich meine, ich hatte ein Leben vor dir, eine Familie und Freunde. Ich kann nicht einfach so tun, als gäbe es sie nicht. Stimmt, aber du kommst doch wieder. Lange Zeit sagte sie nichts. Und dann, es gibt keine Garantien, aber es gibt das Gefühl, Jenny. Ich meine, wir sind jetzt seit Wochen zusammen. Und das soll heute einfach aufhören? Nein, es wird nicht aufhören. Na, da bin ich ja beruhigt, sagte Vic und fuhr ein wenig schneller. Höre ich da einen Anflug von Zynismus? Richtig, ich bin sauer und ich bin wütend. Auf mich? Ja und nein. Ich dachte, begann sie nun zögerlich, ich dachte nicht, dass wir so weitermachen. Was dachtest du dann? Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht so genau, aber ich bin nicht davon ausgegangen, dass... Er trat auf die Bremse und Jenny musste sich am Armaturenbrett abstützen. Wir haben hier keinen Film gedreht, Jenny. Du und ich, das ist was Besonderes. Sie bedeckte seine Hand mit Küssen. Ja, das ist es. Ich habe die Schnauze voll vom ewigen Suchen und Nichtfinden der Liebe, brach es aus ihm heraus. Okay, nochmal zum Mitschreiben.
Du willst mir allen Ernstes damit sagen, dass du dir mit mir... Ja, ja, sprich weiter. Also, dass du dir mit mir irgendetwas vorstellen kannst? Nicht irgendwas, Jenny. Das stand nie zur Diskussion. Na, dann wird's aber Zeit. Jenny atmete schwer durch. Ihr Herz hüpfte dabei wie ein kleines Kind mit dem Gummiseil. Er wollte wirklich sie. Nun, Wunder gab es immer wieder. Und sie konnten wirklich geschehen. Als sie sich betrogen und belogen fühlte, weil ihr Mann sie schon so lange teilte, war Vigo einfach da. Und er stellte keine Bedingungen. Er war da und sorgte sich um sie und ließ sie vergessen. Und die Krönung des Ganzen war, dass Jenny ihn wirklich liebte. Es gab also doch nicht nur eine große Liebe im Leben. Diese Vorstellung war wohl mittelalterlich. Man konnte mehrere haben, jeder ein wenig anders, jede hatte ihre Zeit. Und Jenny wusste, was zu tun war. Ja, jetzt wollt ihr bestimmt wissen, wie geht denn das mit den anderen weiter, ne? Was ist denn da los? Das steht im Epilog. Zurück in Berlin traf Jenny Hanna in ihrem Lieblingscafé. Unter Tränen beichtete ihre Freundin, dass sie schwanger sei, und zwar von Tom, Jennys noch Ehemann. Erstaunlicherweise riss es Jenny nicht den Boden unter den Füßen weg, im Gegenteil. Sie fand die Bestätigung, dass sein Wankelmut und seine Unentschlossenheit, aber wiederum auch seine Entschlossenheit, Dinge zu tun, die man lieber nicht tun sollte, sie immer wieder verletzen würden. Und Hannah? Hannah würde nun endlich das bekommen, was sie insgeheim immer schon haben wollte. Eine kleine Familie und einen Mann. Dass es ausgerechnet Jennys Ex-Mann war, spielte dabei eine unbedeutende Rolle. Jenny dachte, wer fremd kommt, wird immer fremd gehen. Aber diese Erfahrung sollte Hannah selbst mit ihm machen. Im Grunde genommen konnte Jenny ihr dankbar sein, Tom nun los zu sein. Und Tom? Er betonte felsenfest, dass Hannah ein Ausrutscher war und er nie im Leben der Vater ihres Kindes sein konnte. Schließlich hätte er doch ein Kondom benutzt. Er schwor auf die Monogamie und flehte, dass Jenny ihn doch nicht so einfach abschießen konnte. Und Jenny? Es schmerzte, aber es musste ihr egal sein. Was ihr aber nicht egal war, das war die Freundschaft, die sie alle schon ein Leben lang miteinander verband. Was können Menschen, bestückt mit einer gewissen emotionalen Intelligenz, in so einem Fall tun? Vergeben. Jenny vergab ihnen beiden. Aber dann war doch was ganz Lustiges oder doch Dramatisches passiert. Bei der Geburt ihres ersten Kindes entpuppte sich der niedliche Fratz als Baby mit einer Schokoladenhaut. Ei, wer hätte das gedacht? Hannah hatte wohl bei all ihrer Planung den kleinen Gelegenheitsfick mit dem netten Kaffeeaufschäumer von Starbucks vergessen. Und Marie, die war schlau genug, sich von Dennis endgültig zu trennen. Und Cookie? Der herrliche Labrador machte sich zusammen mit Jenny und Marie auf die große Reise. Man hätte sie auch die Auswanderer nennen können. Im Übrigen war der Hund Beleg dafür, dass Dinge zum richtigen oder falschen Zeitpunkt geschehen konnten. Allein durch seine Anwesenheit bzw. das versorgt werden müssen, hatte es Hannah überhaupt erst in Jennys Schlafzimmer geschafft. Gelegenheit macht eben Liebe. Fini. So, ihr Süßen, es ist jetzt vorbei. Jetzt habt ihr wieder Ruhe vor mir. Ich habe das schon in euren Kommentaren gelesen, dass viele von euch traurig sind. Das ist so zum Ritual geworden, ne? Sonntagmorgen, 18 Wochen ist ja auch eine lange Zeit, zuzuhören, der Geschichte zu lauschen, sich so seine eigene Gedankenwelt aufzubauen. Einige haben ja auch das Buch schon bestellt und gelesen und kannten ja schon das Ende sicherlich. Wisst ihr was? Ich habe so eine Idee jetzt entwickelt. Ich habe irgendwie Lust, das Buch weiterzuschreiben. Also, dass es einen zweiten Teil gibt. Der wird natürlich nicht in Hollywood spielen, sondern in Deutschland. Und da ist Jenny natürlich etwas älter. Und das geht, also könnte ich mir vorstellen, wie das so ist, als Frau so um die 50 und um die 50 ist und sich nochmal völlig neu wieder erfinden muss, weil, also nicht nur in der Liebe arbeitstechnisch, ja, wie der Arbeitsmarkt so ist für Frauen ab 50, ist gar nicht so einfach. Egal, ob man jetzt selbstständig ist oder angestellt. Und was ihr da so alles passiert, ich habe da so ein paar ganz nette Ideen und habe auch schon viel recherchiert und viel mit Leuten gesprochen, habe auch selber einiges in den letzten Jahren erlebt, was wirklich aufschreibenswert wäre. Ja, aber das ist ja so ein Buch, das schreibt man nicht mal so zwischen Frühstück und Gänsebraten. Das ist
ein längerer Akt, das ist ein Projekt und ich mache noch ein paar andere Dinge, unter anderem auch YouTube für euch. Also es bleibt jetzt wieder bei den drei Filmen. Wenn ich mal Lust habe, zwischendurch mal schieße ich vielleicht mal so einen Vlog dazwischen oder generell Vlogs, habe ich festgestellt, mögt ihr. Ich habe jetzt auch so eine Vlogging-Kamera und kann die mitnehmen und werde einfach euch einfach mehr dabei haben, ein bisschen was von mir erzählen oder von meinen Gedanken oder was ich so erlebe, wo ich so bin. Ja, ich glaube, so eine Bindung zu einem Kanal oder zu einer Person kommt zustande. Also eure Bindung zu mir zum Beispiel, ich muss mich ja nehmen, das ist ja nur mein Kanal, dass man sich aufgehoben fühlt und ich euch irgendwo abhole in eurer Gedankenwelt und ihr euch angesprochen fühlt. Und das ist schön, dass das in dem einen Jahr gelungen ist, weil es sind doch richtig viele Frauen drauf auf diesem Kanal, richtig viel. Und vor allem diese lebhaften Kommentare, die wir uns so untereinander schreiben, also ihr mir und ich euch zurück, das ist richtig toll, das ist so vertrauensvoll und so liebenswürdig und so offen. Das ist schön. Und viele schreiben auch, ja, jetzt, wir haben ja jetzt dich, wir sind nicht mehr alleine. Wir wissen, da ist jemand, die tickt auch so. Da geht es auch so. Nun ja, ich wünsche euch eine tolle Zeit. Wir hören uns ja dreimal, oder ihr hört mich ja dreimal die Woche. Ich wünsche euch jedenfalls einen tollen Sonntag, eine tolle Zeit, einen schönen Sommer. Die Mädels, die nur ab und zu bei mir drauf sind oder nur bei der Lesung dabei waren. Und denkt daran, ne? Seid gut zu euch. Ciao.